Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch auf der Besuchertribüne, zukunftsfähige Rahmenbedingungen zu setzen, damit sich Hühnerhaltung und Tierhaltung insgesamt gut entwickeln können, das ist unser aller Ziel. Wir alle wollen die Praxis des Tötens von männlichen Eintagesküken schnellstmöglich beenden. Mit Ihren Anträgen greifen Sie, geschätzte Vertreter der Opposition, ein Thema auf, dessen Problematik die Koalition und allen voran unser Bundesminister Christian Schmidt längst erkannt hat, seit Monaten die notwendigen Tierschutzlösungen erfolgreich und unbeirrt vorantreibt. Dass wir das Töten männlicher Küken nicht hinnehmen werden, daran haben wir von Beginn an keinen Zweifel gelassen und ohne zu zögern auch die notwendigen Maßnahmen eingeleitet, um diese Praxis künftig auch zu beenden, weil sie nicht zeitgemäß ist, auch aus tierethischen Gründen. Es ehrt Sie, sehr geehrter Herr Minister Remmel, wenn Sie deswegen extra aus Nordrhein-Westfalen nach Berlin reisen, um hier im Hohen Haus vorzutragen. Ihren Weg zum Ziel teile ich allerdings nicht. Tierwohl verbessern geht nicht mit der Brechstange und mit Verboten, sondern nur gemeinsam mit den Tierhaltern und praxisgerechten Lösungen. Sonst verlagern wir die Tierhaltung ins Ausland. Im Grünen-Antrag steht, dass Brütereien, die Sie übrigens als Hühnerindustrie abschätzig beschreiben, alle männlichen Küken grundlos, also ohne vernünftigen Grund, und in den Tod schicken würden. Hier bitte ich Sie, bei der Wahrheit zu bleiben. Auch wenn es uns schwerfällt, meine Damen und Herren, rechtlich gesehen liegt der vernünftige Grund vor, den unser Tierschutzgesetz fordert. Wer hier das Kükenschicksal instrumentalisiert, um die Brütereien in unserem Land, die sich an Recht und Gesetz halten, zu kriminalisieren, der geht aus meiner Sicht den falschen Weg. So schwierig sich die Situation auch darstellt, die Brütereien handeln nicht rechtswidrig. Diese Feststellung ist mir persönlich wichtig. Und es ist gut, Herr Remmel, dass Sie das selbst erwähnt haben. Das Verwaltungsgericht Minden hat deshalb auch Ihren Erlass aus dem Jahr 2013 kassiert. Und ich bin auch froh, dass das Landgericht Münster in der vergangenen Woche die Eröffnung eines Hauptverfahrens aufgrund einer Anzeige gegen eine Brüterei aus Ihrem Bundesland abgelehnt hat. Beide Gerichte haben Sie damit zurück auf den Boden des Rechtsstaates geholt. Nicht mit Schuldzuweisungen, sondern nur mit einer klugen Lösung kommen wir bei diesem sensiblen Thema weiter. Schauen wir uns nun die Lösungen an. Wir setzen hier auf die Methode, die derzeit machbar, auch zeitnah und greifbar erscheint. Das ist die Geschlechtsbestimmung am befruchteten Hühnerei. Je früher das Geschlecht bestimmbar ist, desto eher kann das Ausbrüten männlicher Küken verhindert werden. Doch dazu bedarf es auch moderner Technik und Praxisreife, wofür Forschungsarbeit nötig war und diese auch noch nötig ist. Und genau dort haben wir mit unserer Förderung angesetzt. Um die Praxisreife weiter voranzutreiben, sind letztes Jahr Zuwendungsbescheide von über 1 Million Euro vergeben worden. Sie haben ihren Ursprung direkt in der Tierwohlinitiative des Ministeriums und insgesamt sind sogar über 3 Millionen Euro in die Erforschung eines geeigneten Verfahrens geflossen. Herr Kollege, Frau Kollegin Hasselmann hat den Wunsch einer Zwischenfrage. Frage, wollen Sie zulassen? Aber bitte schön, Frau Kollegin Hasselmann. Hasselmann. Ja, ich habe nichts anderes gesagt. Aha, okay. Das ist nur der erste. War sachsen-anhaltinisch. Alles klar. Die Alles letzten Silben waren verschluckt, aber wir wissen jetzt, dass wir das Gleiche meinen. Bitte schön, Frau Kollegin. Alles klar. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank auch Ihnen, Kollege Stier. Meine Frage an Sie ist die: Warum, wenn Sie das Problem erkannt haben, wie Sie gesagt haben, als Koalition und auch den Minister ja gerade noch genannt haben, warum legen Sie dem Deutschen Bundestag keine gesetzliche Initiative vor im Tierschutzgesetz? Sie wissen ja ganz genau, wo der Fall zu regeln wäre, die dramatische Situation, die Herr Remmel beschrieben hat. Also warum legen Sie dem Bundestag denn keinen Gesetzentwurf vor, dass klar ist, dass das Töten von männlichen Küken sofort abgestellt werden kann, wenn Sie der gleichen Auffassung sind wie wir, dass das eigentlich ein untragbarer Zustand ist? Liebe Frau Kollegin, dazu kann ich Ihnen ganz kurz entgegen, dass diese gesetzliche Lösung nicht erforderlich ist, weil sie automatisch greift, wenn das Verfahren praxisreif ist. Mehr will ich dazu gar nicht sagen.
Wir werden dann, meine Damen und Herren, und ich bin zuversichtlich, dass das zeitnah auch sein wird, einen Prototyp für das Gerät haben, der das Geschlecht im nur 3 Tage bebrüteten Ei bestimmen, die Eier entsprechend automatisch auch sortieren kann. Und sobald das Gerät auf dem Markt verfügbar ist, steht einer serienmäßigen und flächendeckenden Anwendbarkeit seitens der Wirtschaft nichts mehr im Wege. Für uns heißt das, das Töten männlicher Küken hat dann endlich ein Ende. Als Alternative zu dieser Kükentötung gibt es weiterhin auch das Zwei-Nutzungshuhn, also Kreuzungszuchtlinien oder Rassen, bei denen beide Geschlechter aufgezogen haben. Ich habe hier auch schon mehrfach auf die Initiative Bruderhahn hingewiesen. Maximalerträge, meine Damen und Herren, sind damit aber nicht zu erreichen. Und genau darin liegt das große Dilemma. Hinzu kommt, Hähnchenfleisch und Eier sind hierbei wesentlich teurer. Dennoch haben wir uns auch diesem Ansatz nicht verschlossen und in die Forschung zur Zucht des Zwei-Nutzungshuhnes 1,8 Millionen Euro fließen lassen. Wie Sie also sehen können, beschreiten wir gleich mehrere Wege. Und trotzdem bleibt im Falle dieses Zwei-Nutzungshuhnes künftig gerade auch der Konsument gefordert, nicht nur obligatorische Lippenbekenntnisse zum Tierschutz abzugeben, sondern auch einen höheren Preis zu akzeptieren. Lassen Sie mich zusammenfassen. Der Ausstieg aus der Kükentötung ist beschlossen. Das technische Verfahren hierzu auf dem besten Wege und die Zielstellung, es 2018 erstmals im Markt zu etablieren, ist unumkehrbar. Meine Damen und Herren, wir haben die letzte Sitzungswoche vor Ostern. Jedes Jahr zu dieser Zeit stellen Sie hier Anträge zu Hasen, Eiern und Geflügel und wollen damit das Thema emotional besetzen. Das ist Ihre Strategie. Wir arbeiten lösungsorientiert. Wir arbeiten lösungsorientiert. In diesem Sinne lade ich Sie zu einer lösungsorientierten Mitarbeit ein. Und ich wünsche Ihnen schon heute von diesem Pult ein frohes Osterfest. Vielen herzlichen Dank. Als nächste Rednerin erteile ich das Wort der Abgeordneten Dr. Kirsten Tackmann, Fraktion Die Linke.